Vielen Dank, Herr Vorsitzender, sehr geehrte Damen und Herren. Also sehr bemerkenswert das Grundrechtsverständnis der Grünen, die hier ausführen. Es handelt sich hier um keinen massiven Eingriff in die Grundrechte und so bleibt man flexibel. Wir sind uns einig, auch die juristischen Experten hier, die davon sprechen, dass Grundrechtseingriffe dann zulässig sind, wenn wir ein legitimes Ziel haben, wenn die Mittel geeignet sind und Verhältnismäßigkeit, um dieses Ziel zu verwirklichen. Professor Lachmeier hat das richtige Ziel genannt, die regelmäßig auftretende Überlastung des Gesundheitssystems, der Zusammenbruch der medizinischen Versorgung. Das wäre, sage ich, ein legitimes Ziel, um hier Grundrechtseinschnitte vorzunehmen. Der Schutz der Gesundheit, wie es Frau Professor Wendehorst gesagt hat, ist es nicht. Für die persönliche Gesundheit sind wir selber zuständig. Der Staat, die Politik ist zuständig und verantwortlich dafür, das Gesundheitssystem zu stärken und dann Empfehlungen für die Gesundheit abzugeben. Zurück zum Zusammenbruch des Gesundheitssystems. Hier stellt sich aber die Frage, der Kollege Lohrker war jetzt der Erste, der es angesprochen hat. Warum stehen wir vor dem Zusammenbruch? Warum ist das Gesundheitssystem angespannt, überlastet? War es überhaupt so oder wenn ja, warum? Wir müssen hier schauen, was ist jetzt mit den Mitteln, wie man sozusagen diese Überlastung wirklich vermeidet, bevor man Grundrechtseingriffe irgendwelcher Art macht, ob das Lockdown ist, Maskenpflicht 2G, 3G, muss ich ja schauen, was kann ich anderes machen? Das heißt, das Erste ist, ich schaue mir das Gesundheitssystem an und keiner der Experten ist jetzt dann bezeichnenderweise, außer Professor Geislinger, darauf eingegangen, was ist jetzt mit dem Ausbau des Gesundheitssystems beziehungsweise zumindest die Erhaltung des Gesundheitssystems und der Kapazitäten, die wir 2019 hatten. Es scheint nämlich so, dass das völlig ausgereicht hätte, um mit dem Coronavirus und dieser Infektionswellen fertig zu werden. Es hat aber überraschenderweise trotz dieser größten Gesundheitskrise, wie Sie es ja immer nennen, 2020/21 eine Reduzierung der Kapazitäten gegeben, nachweisbar, schwarz auf weiß nachzulesen im Rechnungshofbericht, weniger Intensivbetten, weniger Kapazitäten auch in den Normalstationen, weniger Arzt-Patienten-Kontakte, weniger Behandlungen. Wie passt das zusammen? Und wenn das so ist, dann ist der Gesundheitsminister in der Pflicht, diese Kapazitäten eben auszubauen, zumindest zu erhalten. Wo sind bitte die Maßnahmen, wo sind die Reformvorhaben, dass eine Regierung einfach politisch überlebt ist, mehr als kann ich nicht verstehen. Ich verstehe es, wenn die Ärzte davon reden, dass man da jetzt mit Würgen und Hängen durchkommt, aber was ist bitte mit den Kapazitäten? Dann kommt es fehlendes Personal. Wo sind Ihre Maßnahmen, wo auch, dass das von den Experten nicht verlangt wird, auch von den Grundrechten her, muss man sagen, wo zuerst schaue ich eben, dass das Personal aufgestockt wird, dass es mir bleibt. Da kann ich so viel machen mit Entgelt, Entlohnung, Motivation und eben nicht mit Druck, der ja jetzt gerade dazu geführt hat, auch dass wir Personal verlieren, nicht zuletzt aufgrund des Impfdrucks, der ausgeübt wird. Bitte kommen Sie auch zum Schluss, Frau. Ja, stattdessen sage ich nur den entscheidenden Punkt, wird eine vollkommen falsche Abwägung vorgenommen zwischen Lockdown 2G, 3G und Impfpflicht. Das ist aber nicht der Ansatz, das ist falsch. Ich muss sagen, ich muss abwägen zwischen Aufbau Gesundheitssystem und Impfpflicht und daher kann ich hier keine Impfpflicht auf so einer Situation aufbauen. Ich muss zuerst das Gesundheitssystem stärken, schauen, was ich hier brauche. Wenn ich hier gar nichts mache, kann ich bitte nicht dem Gesundheitsminister da einen Freibrief geben, also zuerst die Impfpflicht verhängen und er darf dann genau sagen, wenn geimpft wird, in welchen Zeitabständen und nur auf die Impfung zu setzen, Frau Expertin Rabat, die auch, wir haben nicht die Wahl zwischen Impfen und Nicht-Impfen, nein, es geht darum, wir haben die Wahl zwischen freiwilliger Impfung, Testen, verpflichtet Frühtherapie und eben Gesundheitssystem stärken und Zwangsimpfung. Hier gibt es eben sehr wohl die Wahl, aber aufgrund der bestehenden Situation kann ich keine Impfpflicht drauf aufbauen. Und auch noch bezeichnend war die Experten, dass sie nicht nur über das Gesundheitssystem kein Wort verloren haben, sondern einfach auch beiseite lassen aller Kollateralschäden, aller, dass hier hunderttausende Menschen auch geschädigt werden, ob das jetzt psychisch ist oder wenn Sie sagen, auch wenn es eingebildet ist, aber schwerstens in Bedrängnis gebracht werden, Angst und Panik haben vor dieser Impfung, egal wie berechtigt oder nicht, aber Sie ignorieren das alles und beseitigen hier die freiwillige Impfentscheidung. Sie sagen, die Menschen sollen sich beim Arzt beraten lassen, 1:1 Kommunikation, haben Sie das genannt? Bitte zum Schluss kommen. Rabati, ja, aber wenn Sie gleichzeitig die Ärzte unter Druck setzen, dass sie nur zur Impfung raten dürfen und sonst nicht, da sind wir da genauso in der Verfassungswidrigkeit.